Da kann man bei uns schwimmen, üben, spielen, üben im Wasser. Und die Größeren, die machen dann bei uns einen Anfängerschwimmkurs und können schon ein bisschen was zeigen. Setzt euch mal auf eure Bretter. Ein bisschen weiter auseinander. Ihr kennt das doch. Und ihr müsst jetzt alle genau aufpassen. Wir üben die Brustbeinbewegung beim Schwimmen. Was ist ganz wichtig? Worauf müssen wir achten, Hendrik? Lange Beine. Streck mal deine Beine aus, mach die Hände nach hinten. Genau, und die Füße hochziehen. Super. Und dann geht der Frosch. Anhocken, kretschen, schließen, Pause. Könnt ihr mitmachen? Könnt ihr alle schon schwimmen? Zeig, wie geht's? Zehen hoch, anhocken, kretschen, schließen, Pause. Sehr schön. Gut. Ihr könnt das alles? Und? Du hast schon Bronze, Spitze. Wie gehen die Armbewegungen? Wie gehen die? So? Ihr wisst besser. Wie gehen die Armbewegungen? Ihr dürft aufstehen dazu. Was sagen wir immer? Kleinen Kreis malen und wieder vorschieben. Ich möchte niemanden sehen, der so einen großen Kreis zieht beim Schwimmen. Da kommen unsere Arme gar nicht wieder nach vorn. Einen kleinen Kreis malen und wieder langstrecken die Arme. Genau. Sarah, zeigst du? Armzug, Beinzug lang. Genau, sehr schön. Könnt ihr nochmal mitmachen? Jungs, ihr müsst aufstehen dazu. Armzug, Beinzug lang. Ihr schafft's nie. Ich sehe schon, wie seid ihr zu Bronze gekommen? Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Also, vielen lieben Dank, ihr Anfängerschwimmer. Wer dann sein Seepferdchen gemacht hat, kann die Jugendschwimmabteilung.